Und wir kommen zum Top-Thema des heutigen Tages. Überraschender Machtwechsel, nämlich bei der Deutschen Bank. Nach heftiger Kritik an ihrem Kurs haben die Co-Chefs Jürgen Fitschen und Andrew Jain gestern ihren Rücktritt angekündigt. Jain wird sich bereits in knapp 3 Wochen zurückziehen, Fitschen dann zum Abschluss der Hauptversammlung im Mai 2016. Der Brite John Crine wurde zum 1. Juli 2015 zum Co-Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank ernannt. Und nach Fitschens Ausscheiden nächstes Jahr im Mai soll er dann die Geschäfte alleine führen. Und über die Deutsche Bank darf ich jetzt sprechen mit Dr. Philipp Hässler, Analyst von Econet. Herr Dr. Hässler, einen schönen guten Morgen zunächst mal. Sie haben ja die Erwartungen der Investoren nicht erfüllt. Nicht Sie, Herr Hässler, sondern Andrew Jain und Jürgen Fitschen. Die beiden Co-Chefs treten jetzt auch zurück und die Märkte feiern diesen Schritt. Ist das zu Recht? Guten Morgen aus Frankfurt. Nun gut, ich denke, der starke Kursanstieg heute ist damit zu erklären, dass die Investoren natürlich hoffen, neuer Besen kehrt gut und dass der neue Mann doch die Weichen vielleicht ein bisschen anders stellen wird und damit wieder eine etwas positivere Aktienkursentwicklung kommen wird. Meiner Meinung nach ist der heutige Kursanstieg dann doch in der Höhe etwas übertrieben, weil ich nicht davon ausgehe, dass der neue Mann die Strategie völlig umstellen wird, sondern im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass er an der aktuellen Strategie 2020 festhält. Und generell ist die Story Deutsche Bank aufgrund des neuen CEOs nicht eine völlig andere. Mhm. Kann man fragen, woran Jain und Fitschen gescheitert sind, oder muss man fragen, woran sie eigentlich nicht gescheitert sind? Nun gut, ich würde denken, ein wichtiger Punkt war natürlich die Aktienkursentwicklung, die relativ enttäuschend war, die wiederum daraus resultierte, dass die Profitabilität nicht wirklich angestiegen ist in ihrer Amtszeit. Das Thema Rechtsrisiken haben sie nicht abgearbeitet, das ist weiter ein großes Risiko. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte. Die Kapitalerhöhung, die stattfanden, war auch nicht gerade, denke ich, positiv aus Sicht der Aktionäre. Insofern, ich denke, da gibt es einige Punkte, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vor 3 Jahren erhofft hatte. Andrew Jain hat jetzt schon angekündigt, dass er in 3 Wochen circa, also Ende Juni schon, seinen Hut nehmen wird. Fitschen wird noch bis zur Hauptversammlung 2016 das Ruder weiter mit in der Hand haben. Ist das jetzt so eine Art Hauptschuldiger mit Andrew Jain ausgemacht? Ja, so weit würde ich nicht gehen, dass Herr Jain da der Hauptschuldige ist, sondern das liegt vielleicht daran, dass man ihn vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie nehmen will. Vielleicht gibt es da jetzt noch ein paar Ermittlungen bezüglich Rechtsrisiken, diese verschiedenen Manipulationsvorwürfe, die Deutsche Bank verwickelt ist. Vielleicht hat das damit was zu tun. Jetzt gibt es ja auch schon einen Nachfolger, der zum 1. Juli mit Co-Vorsitzender werden wird, nämlich John Crine. Ist schon bekannt, ist auch schon seit dem Aufsichtsrat mittlerweile seit 2013. Sie haben gerade schon angesprochen, es ist eigentlich nicht so richtig zu erwarten, dass die Strategie jetzt nochmal über den Haufen geworfen wird. Aber wird er sich vielleicht besser durchsetzen können? Nun gut, ich denke, wichtig für die Deutsche Bank ist, dass da halt jetzt wirklich ein neuer Mann am Ruder ist, der unbelastet ist von der jüngeren Vergangenheit, sprich der bei möglichen Rechtsstreitigkeiten wirklich sagen kann, ich habe damit nichts zu tun, dass es vor meiner Zeit passiert ist, und der halt dann konsequent die neue Strategie fortsetzen wird und vielleicht an der einen oder anderen Stelle andere Schwerpunkte setzen wird, um dann letztendlich sicherzustellen, dass der Kurs auch mal wieder dauerhaft nach oben geht. John Crine ist dann ja auch wieder ein Investmentbanker, der hier wieder mit am Ruder sitzt. Wird das irgendwie die Deutsche Bank wieder beeinflussen? Ist das der richtige Schritt, erneut einen Investmentbanker hier vorne ranzusetzen? Gut, letztendlich ist er natürlich nicht so ein starker Investmentbanker oder kommt nicht so sehr aus dem Handel wie Andrew Jain. Aber ich denke, da die Deutsche Bank ja vor allem ihr Geld im Investmentbanking verdient, ist es richtig, dass da ein Investmentbanker an der Spitze steht, auch wenn er vielleicht nicht so stark aus dem Handel kommt wie Andrew Jain. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die Zukunftsaussichten schauen wollen, Sie haben schon gesagt, Strategie wird fortgeführt. Das heißt, es wird also weiter das Privatkundengeschäft abgespaltet werden, Filialen werden geschlossen. Wird sonst noch irgendwelche Neuigkeiten geben? Gibt es überhaupt noch Spielraum für Neuheiten mit dem neuen Chef? Also ich denke nicht, dass er wirklich nochmal Änderungen an dieser 2020-Strategie implementieren wird, weil er hat die ja letztendlich irgendwo auch mitbeschlossen, da er im Aufsichtsrat schon sitzt. Insofern, ich könnte mir vorstellen, dass er an der einen oder anderen Ecke andere Schwerpunkte setzt, vielleicht das Investmentbanking noch ein bisschen stärker beschneidet oder unterschiedliche Bereiche beschneidet. Also ich denke, es wird eher um Feinheiten gehen als ums große Ganze, dass da etwas geändert wird. Dann schauen wir jetzt noch auf die Aktie abschließend. Sie haben schon gesagt, der Kurssprung heute, der ist für Sie ein bisschen übertrieben. Heißt, heute sollte man nicht mehr einsteigen bei der Aktie? Nee, würde ich nicht empfehlen. Wir haben eine neutrale Empfehlung. Sehen die Aktie fair bewertet. Wie gesagt, an der Story ändert sich meiner Meinung nach nichts. Dieses Thema Rechtsrisiken ist weiter ein sehr, sehr großes Risiko für die Deutsche Bank und ändert sich nicht, weil da jetzt ein neuer CEO kommt. Und die Strategie, wie schon gesagt, die wird, denke ich, weiter implementiert werden. Und da brauchen wir einfach noch ein paar Details, um das besser beurteilen zu können.
Vielen Dank, Dr. Philipp Hessler, Analyst bei Equinet. Schönen Tag Ihnen heute. Danke Ihnen auch. Tschüss. Ja, und wir